Mit, gegen, durch, füreinander. Interdisziplinarität in der Suchthilfe. Alles andere als ein Gegen- oder Durcheinander war vor kurzem der 2. steirische Suchthilfekongress in Bruck an der Mur. Wunderbar moderiert von den Clown-Doktorinnen der Roten Nasen wurde ein starkes Mit- und Füreinander der rund 200 Expertinnen und Experten sichtbar. Ein Miteinander, in dessen Zentrum suchtkranke Menschen und deren Angehörige stehen, die professionelle, bestmögliche Begleitung und Hilfe erhalten sollen. Ja, ich finde, so eine Zusammenkunft ist sehr wichtig. Schon allein, weil es also einerseits die Leute zusammenbringt, die in diesen Feldern ja tätig sind. Das ist ein sehr guter Aspekt von dem Ganzen. Und weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass man also die professionell aus den verschiedensten Bereichen wirklich an einen Tisch bringen muss, und das ist bei so einer Veranstaltung ja möglich, dass die auch über die gemeinsame Problemlage irgendwie Erfahrungsaustausch haben oder einen Rahmen kriegen, wo sie diskutieren können. Der Austausch und Dialog von mittlerweile über 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steirischer Suchthilfeeinrichtungen, regionaler Initiativen und Projektpartnern bilden einen weiteren Schwerpunkt des Kongresses. Es war de facto das Ergebnis der Recherchen, dass wir eine derartige Veranstaltung in der Steiermark bisher nicht gehabt haben, dass sämtliche Akteure in dem Bereich einfach die Chance und die Möglichkeit haben, sich an einem Tag einmal zu treffen und sich an dem einen Tag einmal auszutauschen, aber auch Unzufriedenheit, Wünsche und auch Modelle von Kooperationen miteinander zu entwerfen oder zu artikulieren, ist für mich als Suchtkoordinator insofern notwendig, weil wir dann unsere eigenen Pläne hinsichtlich Qualitätssicherung, ja, und zur Verfügung stellen von Tools und von Möglichkeiten in einer gewissen Art und Weise besser planen können, wenn wir wissen, was die Einrichtungen oder was die Akteure wollen. Mit dem 2. steirischen Suchthilfekongress, der vom Gesundheitsressort des Landes Steiermark ausgerichtet wurde, hat man einen perfekten Rahmen für den fachlichen und persönlichen Austausch geschaffen. Das Motto der Veranstaltung ist ein sehr wichtiges im Suchtbereich wie in der gesamten Gesundheitspolitik. Es geht um beste Kooperation, um beste Ressourcennutzung, um spartenübergreifende Zusammenarbeit. Da gibt es glücklicherweise gerade in diesem Bereich schon eine gute Tradition, aber wir wissen, man kann immer noch besser werden und vor allem muss man auch immer wieder mal schauen, wie ist der Status quo, wo sind die Bereiche, wo die Schnittstellen vielleicht nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, und das ist im Rahmen der heutigen Veranstaltung, besonders natürlich auch in den Workshops am Nachmittag, möglich, sich darüber auszutauschen. Koordinierte Zusammenarbeit hat zur Voraussetzung, dass man aus einem Gegeneinander zu einem Miteinander findet und jedenfalls das Nebeneinander meidet. Mit dem 2. steirischen Suchthilfekongress hat man die Basis dieses Miteinander geschaffen.